So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Ja, letztes Mal haben hier noch so ein paar Piraten versucht, uns anzugreifen, war aber nicht von Erfolg gekrönt. Und ich warte eigentlich nur die ganze Zeit drauf, dass endlich mal alle Tiere tot sind. Weil das ist ja hier völlig Banane mit den Tieren. Und dass hier mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Gräber, wie das halt so ist. Machen wir mal die Reihe hier voll. So. Sag mal, wie viele Tiere habe ich denn noch? Ah, so viele sind es nicht mehr. Also kann sich nur noch um Stunden handeln, bis endlich alle Tiere tot sind. Und jetzt muss Melissa wieder bauen. Ging hier jetzt echt gar nichts voran. Ne? Irgendwie hängen wir fest zwischen wir tun die hier abbauen, um unsere Holztriaden am Leben zu erhalten und essen und schlafen. Was anderes können wir da gerade gar nicht machen. Ah, Cat hat wenigstens mal hier jemand hingetragen, der hier so rumgeleicht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Ash wundert mich auch, dass die nicht dazu kommt, mal auch wieder was zu bauen. Ja, jetzt betet sie, ja. Achso, und ich muss auch wieder das hier machen. Ihr dürft natürlich wieder euch unbegrenzt bewegen. So, und jetzt. Warum putzt Ash jetzt? Warum putzt Ash jetzt? Ich habe sie auf Waldarbeit stehen. Achso. Deswegen. Putzt Ash. Nee, ich möchte mal nicht, dass du dann putzt, sondern dass die nächste Priorität ist, dass du baust. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir wollen nämlich hier jetzt bauen. Wir haben echt viel Holz. Das heißt, wir können hier wieder schön Fallen bauen und das Ganze. Und das Dromedar ist auch tot. Die Küken sind tot. Die Tiere hungern. Ich weiß es. Lucy baut hier das ab. Das heißt, du kannst jetzt theoretisch auch Lucy. Ne, mach mal. Wenn du schon gerade dabei bist, dann tu auch mal ein bisschen ernten, das ist gut. Ach, der Wu wieder. Der Wu will wieder wuhlen. Der will einfach nur Beeren essen, der hat keine Lust auf die hier oder was? Wieso das denn? Und Fischi, hast du dich jetzt eigentlich mal wieder hier entspannt ein bisschen? Dann kannst du ja auch mal wieder was arbeiten, oder? So. Fiji. Jetzt spielt er Schach. Aber du kannst auch was arbeiten. Wenn du magst. So. Lucy tut zumindest sich mal ein bisschen hier irgendwas kümmern. Oh, wir haben mal zwischendurch mal wieder eine verrückte Ratte. Cat, kannst du dich mal eben um die kümmern? Nee, okay, dann mach so. Ja. Die Ratte war zu schnell. Es tut mir leid. So, alle Dromedare sind tot. Ah, hier liegt auch noch ein. Guck mal, ich habe das gar nicht gesehen. Hier liegt auch noch ein Bogen. So, es wäre auch toll, wenn wir jetzt mal Affe. Auch endlich, Affe ist bekehrt. Ich wollte gerade sagen, wenn wir den jetzt endlich mal bekehren, weil der ist nämlich, glaube ich, relativ schnell rekrutiert. Und das machen wir jetzt. Und der war nämlich unser Ich bin geistig Arbeit. Nur. Also ich versuche, dass der immer nur hier forscht. Hilfe für violette Eule? Weiß ich gar nicht mehr, was war das? Achso, ja. Tja, tut mir leid. Tut mir leid, hatte ich vergessen. Mein Fehler. So, diese ganzen, bis ich hier oben mal alles sauber habe. Aber ich komme ja auch nicht mal dazu, das hier zu machen, ne? Unter was fällt das denn? Das Verbrennen von Sachen.
Welche Arbeit ist das? Ist es Transport? Oder sollte es das sein, oder? Oder ist das Hilfsarbeit? Nee, das ist es nicht, oder? Ist es Feuerwehr? Wahrscheinlich nicht, sonst würden sie es machen. Aber wir haben eine neue Quest. Ein 37-jähriger Heiler namens Soren kontaktiert dich aus der Nähe. Er bittet darum, sich dir in Lumpikin anzuschließen. Ah. Soren wird von irgendeiner Bedrohung verfolgt. Doch er ist nicht bereit zu sagen, worum es sich dabei handelt oder wann sie eintreffen wird. Ferner ist er nicht bereit, dir mehr über sie selbst preiszugeben. Na Soren, du bist mir ja einer. Aber er ist ein Heiler und wir nehmen ihn natürlich auf. Das Dilemma von Soren. Ich bin gespannt, was Soren so mitbringt. Soren schließt sich auf jeden Fall mal an. Aha. Und er verweigert einfache Arbeiten. Gut, aber er ist auch ein guter Forscher und er ist gut in Medizin und in Pflanzen. Das hilft mir schon mal ein bisschen. So, das heißt, du bist auf jeden Fall ein Arzt. Machst das hier, machst das hier. Kochen lässt du mal bleiben. Wobei, nee, lass mal. Feldarbeit dafür bitte. Bergbau, wenn es sein muss. Und auch Kochen, wenn es sein muss. Waldarbeit, auch nur wenn es sein muss. Und Forschen 1. So. Jetzt wird er sich erstmal ausrüsten, der Soren. Nehme ich an. Einen Helm. Ist recht. Ist recht. Dum, 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 dum. Und dann erntet er schon mal, das ist okay. Weil hier ist schon lange nichts mehr angebaut worden. Ich mache mir langsam Gedanken um unser Essensgedöns, weil die Sachen nicht angebaut werden. Hier fällt mir nicht. Aber der Soren soll sich da jetzt mal drum kümmern. So, Fischi holt mal wieder ein bisschen Milch und macht daraus Tierfutter. Aha. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Aus einem Hühnerei. Und aus was denn noch? Was macht der denn jetzt? Wieso läuft er denn zweimal? Ah, jetzt. So, zumindest mal ein bisschen was. Aber das ist so schnell weg. Unfassbar. So, Ash baut. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Soren ruht sich aus. Ja, da oben brauchst du dich eigentlich nicht ausruhen. Komm, Soren, wir haben ja noch freie Betten. Du kannst hier schlafen. Soren. So. Was hast du denn für eine Ideologie? Mhm. Patriotisches Credo. Na gut. So, der Widerstand ist schon mal runter von Affe. So, das wird wahrscheinlich das sein, was ist. Mechanoidengruppe der Fraktion Jotakal Mechnes wurde direkt über dir abgeworfen. Ach du Kacke. Und Sam ist gerade hier draußen. Ihr seid alle gerade hier draußen. Sofort Kampfmodus, sofort hier hin. Ach du Scheiße. Okay, Leute, das schafft ihr wahrscheinlich jetzt nicht hier. Bleibt mal hier weg. So, das ist wichtig. Gut, meine... Das ist nur so ein Lancer. Aber... Die Frage ist, ist das jetzt... Wenn Ash da jetzt hingeht, den angreift... Bevor die, wenn der sich jetzt noch hier drauf fokussiert ist, vielleicht kann er dann keinen, Nahkampf, wollte ich schon sagen, doch keinen Fernkampf machen.
Wir lassen Ash mal vorgehen und dann hinterher. Ah, er macht aber Nahkampf. Komm, wir brauchen Unterstützung hier. Ash braucht Unterstützung. Leute, Ding ist gleich down, aber Ash... Nee, er sieht gut aus mit Ash. Komm, das schaffst du, Ash. Wenn jetzt Sam nochmal trifft... Und Ash nochmal. Und Frankie auch sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das war nur ein so Ding. Das war nur ein so Ding. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt das war, was der Sören hier hatte. Ach ja, ich muss, der braucht ja auch noch irgendwas. Oh Gott, der hat ja Fernkampf 1. Gut, ich meine, dann nimmst du halt die Schrotflinte. Da kannst du... Kann man ja fast nicht daneben schießen, oder? Und bis Wuma da ist, ist alles vorbei. Aber Ash muss... Linker Zeigezeh ist abgeschlagen. Eieiei. Müssen wir gleich mal behandeln, den Ash. Wer kümmert sich? Keiner. Es kümmert sich wieder keiner um den Ash. Suren. Du kannst dich gleich mal hier nützlich machen. Ja. Das war jetzt auch nur das einzige Vieh, ne? Das ist gut. So, die Kuh ist auch mal tot. Der Stier ist ja schon eine Weile tot hier. Ah ne, ist was Drummel da. Hups, Entschuldigung. Ein Fehler. Eieieiei, ne? Ja, und hier, das kommt nichts mehr rein. Die tragen die Sachen nicht rein. Aber Fischi tut mal wieder was kochen, immerhin. Melissa kümmert sich um die Fallen. Der da, was machst du jetzt hier, Xavier? Willst du jetzt hier zu uns oder was? Hä? Sollen wir dich zähmen? Ich weiß nicht. Sonnenfinsternis, das ist jetzt nicht so schlimm. Xavier, was machst du denn? Junge. Oh. Können wir dich retten? Soren. Nee, du sollst ihn nicht inhaftieren. Der hat sich selbst behandelt. Okay, stirbt aber trotzdem gleich. Zum Beispiel jetzt. Suren. Wenn du schon mal da bist mit deiner Muntermacher-Sucht, rette den mal. Nee, wobei, doch. Ja, das Problem ist, wenn ich den jetzt rette, dann läuft er ja wieder rum und läuft wieder durch die Fallen. Ich weiß ja ganz genau. Mal gucken, ob wir den gerettet kriegen. Überhaupt. Da-da-dam-da-dam. 2 Stunden. Eine Stunde. Sieht nicht gut aus mit dir, für dich, Xavier. Das wird sehr eng. Soren kriegt das, glaube ich, gerade noch so hin. Ja, tatsächlich. Wow. Gerade noch so. So, und wenn du gerade dabei bist, behandelt doch... Ja, er macht das sogar. Behandelt auch noch Wu. Sehr gute Arbeit, Soren. Jetzt, ach, Wu ist aufgestanden. Du bist ja ein Held. Du bist ja ein Held. So, wenn wir gerade dabei sind, versuchen wir doch nochmal Wu zu bekehren. Er ist nur noch bei 30%, glaube. Also, irgendwann... Wird das klappen? Irgendwann wird das klappen. Tja. Was stand jetzt gerade? Wu und Fischi quatschten über das Kämpfen gegen Kannibalen. Das kann man mal sich unterhalten. Spannende Geschichten. Spannende Geschichten. Aber Wu geht's trotzdem nicht gut. So gar nicht. So gar nicht.
Hier fehlt Holz, aber Holzhammer. Für unseren Pokertisch. Holzhammer. Oh. Das hat es auch noch Sitz gemacht. Hier oben. Melissa geht mal eben hin und löscht das. Sehr schön. Sehr freundlich von Ihnen, Melissa. So, hier oben wird Baumwolle angebaut. Na, super, Lucy. Ich hätte lieber hier unten mal noch ein bisschen was angebaut. Ja, zumindest wird hier auch noch Erdbeere angebaut. Oder Beeren, beziehungsweise steht ja gar nicht da, dass es Erdbeeren sind. Das sind ja Beeren. So, wenn wir jetzt noch hier ein bisschen Wind hätten, hätten wir auch wieder Strom. Aber im Moment ist Wind Mangelware. Junge. Tja. Ach, jetzt bauen sie hier unten endlich mal an. Kommt jetzt mal ein bisschen Wind? Komm schon. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Die müssen auch immer, ne, der holt dein Ei und das und das. Okay, aber jetzt guck mal, jetzt haben wir doch hier richtig für unsere letzten paar Tiere haben wir doch mal fressen. Das ist doch mal was. Fischi hat einen Wutanfall. Also Fischi ist wirklich einer, der ist ja immer schlecht gelaunt, ey. Ist ja echt schrecklich. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Strom. Das reicht aber noch nicht. Vielleicht sollte ich das hier mal ausmachen. Weil im Moment, also da laden wir erst wieder hier ein bisschen auf und gucken, dass hier drin schön kühl bleibt. Fischi, krieg dich ein wieder. Komm. Ja, danke. Leg dich hin, geh schlafen. Mann. Auch die Wand aus Marmor. Könntet ihr ruhig mal bauen. Ash muss sich jetzt natürlich erst erholen von diesem hinterhältigen Angriff. Da sind die nächsten. Jagd auf Soren. Ah, das ist das. Soren hat zugegeben, wovor er geflohen ist. Er sollte ein Kind von Taten Tatter Stamm, Anführer der Fraktion Die Ernsten Räuber, heiraten. Er betrank sich kurz vor der Zeremonie und erbrach sich auf dem Altar eine ungeheuerliche Beleidigung gegenüber der Familie von Tatter. Tatter schwor sich an Soren und allen Beteiligten zu rächen und entsandte Piraten, um diese Sache zu erledigen. Eine Piratengruppe der Fraktion Die Ernsten Räuber ist in der Nähe via Transportkapseln eingedrungen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Okay, es sind schon ein paar. So, was habt ihr dabei? Molotows und Granaten. Okay. Wo bereitet ihr euch vor? Ich weiß nicht genau, wie weit sind denn so Granaten? Wie weit haben die? Ja, nicht so weit. Weil da würde ich nämlich sagen, im Frankie seine Waffe ist auf jeden Fall weiter. Und auch Sams Waffe. Deswegen würde ich sagen, wir gehen schon mal vor. Und beharken die schon mal ein bisschen. Nur so ein bisschen Nadelstiche. Ach guck mal, übersinnliche Beruhigung. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein übersinnliches Brummen an diesen Ort auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Das freut mich. So, jetzt mal kurz gucken. Wir gehen mal hier hin. Ich will jetzt nicht so nah ran, dass die werfen können, aber ich will natürlich so nah ran, dass wir die treffen können. Und wenn der Trigger jetzt noch ein bisschen näher kommt, dann können wir nämlich auf den schießen. Jawohl, sehr schön. So, und die Molotows, die sollen nicht in
Weg, 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 weg. So, der Nack. Den können wir noch schießen. Sehr gut. So wollte ich das. Genau so wollte ich das. Ihr zwei macht das super. Jetzt hat Frank natürlich Hunger. Das ist natürlich klar. So, wir gucken mal, da kommt wieder einer näher ran. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir weg. Oh, oh, das ist schon sehr eng. Die könnten jetzt werfen. Sam, renn, 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 renn. Mhm. Greifen die jetzt an? Kopfschuss. Also die sind ja jetzt schon echt dezimiert hier. Wir laufen jetzt mal über die über den Fluss und schießen dann nochmal, wenn die ums Eck kommen. Ja, wobei, das ist schon sehr nah. Weg, 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 Leute. Sehr schön, sehr schön. Die Molotovs. Also soll ich hier jetzt reinrennen? Ja, komm, das machen wir. Die sollen ruhig durch die Fallen laufen, das ist okay. Frank, dann kannst du was essen. Sam, du bleibst mal noch stehen. So, und schon fliehen sie. Der da flieht jetzt natürlich ungeschickt für sich. Und Kato, wie sieht's denn mit dir aus? Bist auch gleich down. Nack. 5 Stunden. Da ist noch lange hin. Und Trigger. Mal gucken, ob die das überleben. Aber wir haben ein paar Splitter-Handgranaten. Ob wir die brauchen. Und jetzt mal schauen, ob die umfallen. Also Nack könnte man schaffen. Könnte man schaffen. Wer ist denn hier draußen gerade? Sam. Komm, versuch mal, den zu fangen. Da haben wir noch Molotovs. Okay, Kato schafft's. Zu fliehen. Und du wahrscheinlich auch. Oh, guck an. Ja, wie ist dir dankbar, dass du ihn gerettet hast? Er hat sich entschieden, lieber zu bleiben als zu gehen und schließt sich deiner Kolonie an. Okay, ja, wir. Na schön. Kunst und Tiere. Ja. Als Arzt, naja, mit 5, das ist immer noch besser wie nix. Und dann machst du halt den Tierpfleger. Jagen brauchst du nicht. Schmieden, wenn es sein muss. Von mir aus kümmere dich mal um die Kunst. Und ansonsten kannst du von mir aus auch forschen. Nee, schmieden, lass schmieden. Bist du da nicht mit 3, ne? 6 Xavier. Der wilde Mann hat sich angeschlossen. Du wirst jetzt wahrscheinlich auch erstmal dir was anziehen. Und du warst aber auch ja, im Fernkampf. Na gut. Du nimmst auch die Schrotflinte, würde ich sagen. Hier. Dann. Dam, dam. Aber wir brauchen Behandlung. Na toll. Ah, okay. Das schafft er ja sogar. Hm? So wie ich das sehe. So. Jetzt brauchen wir halt hier jemand, der gut ist in im Behandeln. Das wird eng. Für unseren Nack. Da muss Melissa richtig sich beeilen.
ist halt wieder ganz eng, ganz enge Geschichte hier. Nein. Melissa hat alles gegeben. Hat nicht gereicht. Nack ist gestorben. Kommt davon, wenn man mich angreift. Ne? Xavier, leg du dich mal hin, bitte. Den müssen wir jetzt schnellstens behandeln. Ach so, und macht schon. Ist okay. So. Ja, der weiß schon, warum er sich angeschlossen hat. Wahrscheinlich wäre er sonst nämlich draußen gestorben, der Gute. So, hier liegt so viel rum. Ich brauche unbedingt einen Trägerroboter und einen Putzroboter. Oder einen Android am besten noch. Lucy, die Gute, die kümmert sich hier um die Felder. Wirklich wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, und wenn dann irgendwann mal neue Leute kommen, die hier einen Baum kriegen, dann wird das auf jeden Fall auch eine Trägertriade. Obwohl die ja auch echt, ja, nicht so der Bringer ist. Die trägt ja ab und zu mal was. So, was haben wir hier mal wieder? Eine Lebensmittelvergiftung. Was hat Sam denn jetzt für Schmerzen? Ach so, der Ben ist tot. Ah, natürlich. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. So, es waren aber jetzt wirklich viele Angriffe und viel Kämpfen. Also wird es mal wieder Zeit, dass hier ein bisschen Ruhe reinkommt, dass die hier mal dazukommen, diese ganzen Sachen zu machen, die ich ihnen aufgetragen habe. Was macht Wu? Der raucht. Du kannst aber mal hier drum kümmern. Ja. So, dass wir hier ein bisschen Licht haben und... wo hatte ich das andere Licht gesagt, wo das hin soll? Ach ja, hier in die Küche. Suchen. So, der ist nicht fürs Bauen eingeteilt. Tut mir leid. Muss man da bauen können, um das Teil zu bewegen? Oder wie? Aber das ist eine coole Stehlampe. Die sieht auf jeden Fall anders aus. Und das hier macht ja richtig Arbeit, hä? So ein Pokertisch aus Marmor, ja gut, das ist ja auch was Besonderes. Ja, das hat nicht jeder. Ach, wir brauchen echt Nahrung. Und das alles hier verdirbt, oder wie? Nee. Wieso ist das nur so wenig toll? Ich meine hier, wo hat das so wenig davon? Alles verrottet. Liegt einfach da rum und verrottet. Keiner kümmert sich drum. Keiner tut mal irgendwas damit machen. Ich glaube, die sind auch total beschäftigt hiermit, ne? Wir machen mal wieder hier den Strom an. Vielleicht erbarmt sich ja dann mal einer hier, Sachen zu verbrennen. Lucy hat jetzt auch noch Lebensmittelvergiftung. Alle Lebensmittelvergiftung, Fischi. Könntest du mal erst sauber machen. Vor dem Kochen ein bisschen den Kochbereich säubern. Oh, jetzt kriegen sie alle Lebensmittelvergiftung. Da dreht bestimmt gleich wieder einer durch. Und hier und da und jenes. Jawohl, Soren auch noch. Supi. Affe. Ja, du bist doch gleich gebrochen, Affe. Ich weiß, euch geht's jetzt hier total schlecht. Alle haben Lebensmittelvergiftung. Das ist gut. Das ist nicht gut. Alles doof. Alles nicht doof suchen. Du kannst mal... Nee, kannst du nicht. Cat, du kannst mal die Lampe noch bauen, bitte. Nee, kann er nicht. Das muss jemand anders machen. Das muss Ash machen oder Melissa. Ash, könntest du das mal eben kurz zwischendurch machen, dass wir da ein bisschen Licht haben im OP-Raum? Sonst, wer weiß, was sonst passiert. Jetzt haben wir auch noch eine Sonneneruption. Ganz groß. Ganz groß, ganz groß. Hier ist aber auch was los.
Sag mal, hier sind da auch eigentlich Insekten dabei? Bestimmt, oder? Das sind ja alles Tiere. Ne? Was ist das hier? Eine Riesenspinne. Tun Sie die auch verbrennen? Entschuldigen Sie. Hier, Insektenleichen. Ja, gut, danke. Bin ich ja richtig bei dem Insekten-Riesenspinnen-Verbrennungsraum? Vielen Dank. Ja, da sind Sie richtig. Na super. So, wir müssen dringend aufräumen. Und das ist echt eine Sache. Mal schauen, ob wir das schaffen. Beim nächsten Mal. Nur Leute, ich sag mal, macht's gut. Bis dann.